Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten, mit der Frage, wer bist du? Bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, was bist du dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da fragten sie, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Er antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, ein Kompass, der nicht vom Nordpol angezogen wird, der dreht sich nur im Kreis. Und so ist es auch mit einem Menschen, der nicht Jesus als seinen Herrn und Gott anerkennt, den der Vater gesandt hat. Ein Mensch, der sich nicht in das Beziehungsgefüge, das er uns geoffenbart hat, zum Vater und zum Heiligen Geist hineinführen lässt. Der ist wie ein Magnet, der sich in Kreise dreht. Aber warum ist das so gefährlich, sich in Kreise zu drehen? Denn es ist nämlich so, der Mensch, der nicht von Gott angezogen wird, das Ziel, dass wir von Christus weggehen, ist, dass uns ein anderer in seinen Bann zieht. Der Teufel, der uns in seine Gewalt bringen möchte. Und das Ziel der Relativierung des Sohnes, des Nichtverstehens des Sohnes ist, dass wir unseren Blick von ihm abwenden und ihn, den Versucher, anschauen, der in verschiedensten Verkleidungen unseren Blick anlockt. Wie viele Menschen sind gefangen in Spekulationen und Überlegungen über den Glauben, durch die er doch wie in einem Labyrinth gefangen ist und seine Seele letztlich darin verloren geht. Und er ist dem Versuchungsspiel des Teufels ausgesetzt, von einem Irrlicht eilter zum anderen. Seine Seele findet keinen Frieden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, so wie der Johannes gesagt hat, ganz klar am Messias, an Jesus festhalten. Und dass wir die Werke des Versuchers durchschauen. Auch in der Lesung haben wir gehört, im ersten Johannesbrief, dies habe ich euch über die geschrieben, die euch in die Irre führen. Für euch aber gilt die Salbung,
tiefer Christus erkennen, dass wir wirklich aus tiefster Seele vor ihm auf die Knie fallen, wenn wir ihn sehen, in der Krippe, am Kreuz, im Sakrament, in der Heiligen Schrift und in allen Gnaden erweisen, die er uns schenkt. Amen.